Dienst nach Vorschrift oder Bescherung mit Pelztier. Immer wenn ich in den Spiegel sehe, fällt mir auf, dass mein Gesicht wie eine verschrumpelte Birne aussieht, als hätte ich in meinem Leben zu viel geraucht. Dabei habe ich nur in meiner wilden Phase von 1988 bis 89 zu viel geraucht. Da war ich so alt wie Lennart. Er ist gerade 10 geworden. Wir sitzen zusammen im Auto. Schneematsch spritzt gegen die Scheiben, es ist Heiligabend, Nachmittag. Vor ein paar Stunden hat es heftige Verwehungen gegeben, sodass einige Straßen gesperrt werden mussten und Busse und Züge stillstehen. In genau so einem Zug sitzt Lennarts Mutter gerade fest. Wir sind gerade auf dem Weg, sie abzuholen. Auf freier Strecke, mitten in der Pampa, ist der Zug in einer Schneewehe stecken geblieben. Ich weiß genau, wo der Zug jetzt steht. Es gibt eine kleine Senke, wo sich der Schnee sammelt. Dort habe ich als Kind damals versucht, mittels auf die Schienen gelegter Steine Züge zum Entgleisen zu bringen, aber sie entgleisten nicht. Wir biegen von der B96 ab und fahren einen Feldweg entlang. »Pass mal auf, Lennart, wie der gleich abgeht. Ich schmeiße den Allrad rein«, sage ich. »Ein Opel Corsa, der hat doch kein Allrad«, erwidert Lennart. »Was weißt du denn schon«, sage ich. »Wo seid ihr denn eigentlich gerade in der Schule? Sicher noch längst nicht beim Ottomotor.« Lennart holt einen Stapel mit Autokarten hervor und findet auf Anhieb die entsprechenden Karten. »Autos mit Allradantrieb, Bugatti, Porsche, Mercedes-Benz, BMW. Autos ohne Allradantrieb, Nissan Micra, Fiat Punto, Opel Corsa. Hört man da schon am Namen, dass da tote Hose unter der Motorhaube ist?« Plötzlich stecken wir fest. Die Räder drehen durch. Ich lege abwechselnd Vorwärts- und Rückwärtsgang ein. Schließlich steige ich aus, um mit dem Fuß Schnee unter den Rädern wegzuschieben. Als ich wieder einsteigen will, fällt mir etwas ein. Ich sehe auf die Uhr. Bescherungszeit. Ich gehe zum Kofferraum und hole Lennarts Geschenk heraus. »Hier, Kleiner«, sage ich und halte ihm die graue Pappschachtel hin. »Hatte ich vorn ganz vergessen. Herzlichen Glückwunsch!« Lennarts Augen werden ganz groß. Er öffnet die Schachtel und schnell macht sich Ernüchterung breit. »Das ist alles?«, fragt er. »Ein Kerzenständer?« »Fröhliche Weihnachten«, rufe ich und lächle. Lennart schluckt. »Tut mir leid, wenn's dir nicht gefällt, Kleiner, aber ich wusste nicht, was ich dir schenken soll.« »Warum dann ausgerechnet einen Kerzenständer?«, fragt Lennart. »Einem 11-Jährigen einen Kerzenständer schenken, das ist ein Verbrechen.« 10,5, sage ich. »Ist doch egal, ein Kerzenständer, wer macht denn sowas?« »Ja, ich. Ist doch cool, so ein Ding«, versuche ich mich herauszureden. »Er ist aus Glas und man kann durch ihn hindurchsehen. Probier doch mal. Ich meine, es wäre okay, wenn er dir nicht gefällt. Er musste ja nicht gefallen, aber vielleicht ist es doch eher ein Geschenk für einen Erwachsenen und keinen 11-Jährigen.« Blöderweise habe ich seiner Mutter den gleichen Kerzenständer gekauft, die gab's im Doppelpack. »Was hast du erwartet, Vollidiot, dass ich Hurra schreie?«, sagt Lennart. »Der von uns beiden ist ja eigentlich der Erwachsene, du oder ich. Schon mal was von World of Warcraft gehört?« »Deine Mutter hat gesagt, das hast du schon.« »Und da schenkst du mir stattdessen einen Kerzenständer, ja?« »Naja, ich meine, es ist nicht nur ein Kerzenständer. Ich meine, man kann ihn als Waffe verwenden.« Lennart hält den Kerzenständer wie ein Messer in der Hand und sticht damit die Luft ab. Irgendwie sieht er jetzt entspannter aus. Ich glaube, ich weiß schon, wer sein nächstes Opfer sein wird. Mit etwas Fingerspitzengefühl bekomme ich den Wagen wieder frei. Ich fahre auf die B96 zurück. Es gibt noch einen anderen Weg zu den Gleisen, aber wir müssen einen Umweg fahren. »Glaubst du eigentlich immer noch an den Weihnachtsmann?«, frage ich, während ich einen BMW überhole, der scheinbar keine Winterreifen aufgezogen hat und so tut, als würde er über ein Feld aus Glasscherben fahren. Ein Transporter kommt uns auf der Überholspur entgegen. Lennart schreit, »Guck auf die Straße, Mann!« Tolles Fest, denke ich. Gemeinsam wollten wir drei, ich, Lennart und Julia, Lennarts Mutter, bei mir zu Hause Heiligabend feiern, mit Glühwein und Hackepetersemmeln mit Gürkchen, und nun sitzt Lennarts Mutter seit 16 Uhr im 16-Uhr-Zug fest. Der Triebwagen ist volles Kanonenrohr in eine Schneewehe hineingerast. Vorwärts geht es nicht mehr. Rückwärts geht es nicht mehr. Ärgerlich. Ausgerechnet an Heiligabend. Es schneit jetzt wieder und beginnt zu stürmen. Ich schalte den Scheibenwischer an. Dein blödes Fu Manchu-Bärtchen lässt dich irgendwie illegal aussehen, denke ich, als ich mich im Rückspiegel betrachte.
Ich wünschte, ich hätte ihn abrasiert. Ich und Lennart, wir kennen uns noch nicht so lange. Als er mich fragt, was ich beruflich mache, erzähle ich, dass ich Jäger bin. Cool, in der großen Kiste im Kofferraum ist also ein Gewehr drin, fragt Lennart. Ich erzähle ihm, dass ich Stadtjäger sei. Ich jage nicht wie normale Jäger mit dem Gewehr, sondern mache mit Hilfe abgerichteter Frettchen Jagd auf Wildkaninchen. Was ist denn das für ein Scheiß, sagt Lennart. Wie soll das überhaupt gehen? Ganz einfach, erwidere ich. Ich werfe eine Stinkbombe in den Kaninchenbau und das Frettchen legt sich davor auf die Lauer. Und wenn das Kaninchen nun versucht abzuhauen, fange ich es mit einem Netz ein und drücke ihm eine Giftspritze in den Bauch. Das ist ja voll öde, warum nicht gleich abknallen? Dienst nach Vorschrift, sage ich, wegen Tierschutz, mein Kleiner. Ich schalte das Radio an. Frankfurt am Main. Der unerwartete Wintereinbruch im Dezember senkt das deutsche Wirtschaftswachstum. Ich wiederhole, der Wintereinbruch, ich schalte gleich wieder ab. Warum spielt ihr an Heiligabend eigentlich keine Weihnachtslieder, frage ich. Mir stößt das Mittagessen auf. Gänsebrust und Thüringer Klöße. Ich hatte für zwei gekocht und mir anschließend den Bauch vollgeschlagen. Dann habe ich Lennart wie befohlen vom Adventssingen abgeholt und dann sind wir zum Bahnhof gefahren, um ihn eine Bockwurst zu kaufen. Warum reagierst du eigentlich immer so aggressiv auf Nachrichten? Fragt Lennart. Glaubst du den Nachrichten etwa nicht? Glaubst du etwa an den Weihnachtsmann? Frage ich. Erklärst du es mir? Lernt er denn nichts in der Schule? Wir sind da. Der Schnee reflektiert den matten Lichtschein des Triebwagens, in dem Julia festsitzt. Ich fahre so weit ran, wie es nur geht. Diesmal bleibt der Corsa nicht im Schnee stecken. Du hast es sowas von drauf, denke ich. Hol mal die Riesentaschenlampe aus dem Kofferraum, bitte ich Lennart. Sie ist in der großen Kiste. Ich dachte, da sei ein Gewehr drin, fragt Lennart. Hab ich dir nicht erzählt, dass ich Stadtjäger bin, erwidere ich ihm. Ich arbeite mit Frettchen. Wir steigen aus. Der Wind bläst uns fast die Mützen vom Kopf. Für den Triebwagen sieht es nicht gut aus. Die Triebwagennase steckt richtig tief im Schnee und die Passagiere frieren im schummrigen Licht einer Notstromlampe. Ich klopfe ans Fenster des Zugführers, das daraufhin einen Spalt weit geöffnet wird. Wir wollen jemanden abholen, sage ich zu dem mürrischen, glatzköpfigen Mann. Wir sind mit dem Auto da. Ich deute auf meinen Corsa. Ach, ein Auto soll das sein, fragt der Zugführer und grinst. Jedenfalls, ich darf die Türen nicht öffnen, bevor der Bergungsdienst da gewesen ist. Eigentlich dürfte ich nicht mal mit Ihnen sprechen. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder aussteigt, wo es ihm gerade passt? Aber es ist Weihnachten, Mann. Ihre Fahrgäste frieren, sage ich. Sobald der Rettungsdienst da ist, werden hier Thermounterhosen verteilt, sagt der Zugführer. Und dann wird hier alles schön sauber durchevakuiert. Bis dahin müssen Sie sich gedulden. Und wie lange soll das noch dauern, frage ich. Der Zugführer sieht auf die Uhr. Naja, an Heiligabend wollen die vom Rettungsdienst ja auch mal ein bisschen Ruhe haben, bevor, Sie wissen schon, die Feiertage, Herzkasperzeit, da drehen ja alle gleichzeitig durch, also 3-4 Stündchen wird's schon noch dauern. 3-4 Stunden, erwidere ich? Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Ich meine, die Mutter dieses Jungen hier sitzt in diesem Zug und der Junge muss bald ins Bett. Sie sehen doch, der Kleine ist verzweifelt, ohne Mutter kann er nicht einschlafen. Ich gebe Lennart einen Stoß an die Seite und der fängt wie auf Knopfdruck an zu heulen. Ich glaube, er wird mal ein guter Schauspieler. Tut mir leid, nichts zu machen. Dienstvorschrift, sagt der Zugführer. Aber der Junge hat, wie soll ich Ihnen das erklären? Es ist nicht nur Heiligabend für ihn, sondern er hat auch noch Geburtstag. Schauen Sie doch mal, er hat ein Geschenk in der Hand. Zum Glück hat Lennart diesen blöden Kerzenständer in der Hand. Jetzt ist er doch noch zu etwas gut. Kerzenständer für einen kleinen Jungen? Der Zugführer bricht in schallendes Gelächter aus und Lennart sieht mich böse an. Man kann ihn als Waffe verwenden, sagt Lennart. Na wegen mir, aber an Heiligabend hat nur der liebe Gott Geburtstag und sonst niemand, sagt der Zugführer. Kann er ja, sage ich, kann er ja, der liebe Gott, aber sehen Sie nicht, dass dieser Junge hier dringend seine Mutter braucht? Er ist 11, sagt Lennart. Nein, du bist 7, sage ich und trete Lennart auf den Fuß. Eigentlich nur 6,5, sagt Lennart und nickt. Jetzt hat auch Julia mitbekommen, dass wir da sind, um sie abzuholen. Sie konnte nicht wissen, dass wir kommen würden. Es gibt hier auf freier Flur keinen Handyempfang. Sie und Lennart winken sich zu. Sie würde gern mit uns sprechen, aber der Zugführer lässt sie nicht in die Zugführerkabine hinein und die Fenster sind alle verriegelt. Er sagt, für mich ist nur eins wichtig, dass alles seinen geregelten Gang geht.
Kapierst du's endlich?« sagt Lennart zu mir. »Manchmal braucht man eben doch ein Gewehr und keine Frettchen.« »Was wispert der kleine Bastard da?« will der Zugführer wissen. »Komm, wir fahren wieder«, sage ich zu Lennart und klopfe ihm auf die Schulter. »Wir haben es versucht, aber wir müssen warten, bis dieser Herr hier seinen Dienst nach Vorschrift macht.« Ich will zum Auto zurück, aber Lennart stellt sich stur. »Nö, ich bleibe hier.« »Lennart, es kann Stunden dauern. Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Er lässt uns nicht rein und deine Mutter nicht raus. Wir werden hier draußen erfrieren«, sage ich. »Du bist ein Feigling«, sagt Lennart zu mir. »Bitte sag doch Papa zu mir. Astlochficker.« »Meinetwegen, dann hole ich eben doch mein Gewehr«, sage ich. »Ich denke, du hast keins, Papa.« »Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich benutze es nicht.« Während ich das Gewehr hole, spricht Julia mit der Zugbegleiterin. Die versucht, den Zugführer zu überreden, die Tür zu öffnen, damit Julia aussteigen kann. Der Zugführer aber will nicht nachgeben. Er sieht, dass ich ein Gewehr in der Hand halte. »Lächerlich! Ist das Ding da überhaupt geladen?« fragt er mich. »Natürlich«, sage ich. »Es ist natürlich nicht geladen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt noch funktioniert. Ich habe es im Wald gefunden. Eines meiner Frettchen hat es ausgebuddelt. Es ist total verrostet. Wahrscheinlich lag es seit dem letzten Krieg da an der Erde.« »Kann ich vielleicht erstmal Ihren Waffenschein sehen, bevor Sie damit auf mich schießen und sich dabei selbst verletzen?« fragt der Zugführer. »Jetzt hat er mich. Ich habe keinen Waffenschein.« »Er ist Jäger«, sagt Lennart. »Sieht man doch.« »Stadtjäger«, berichtige ich, während ich skeptisch in Augenschein genommen werde. »Stadtjäger, na und, kann auch jeder behaupten. Also her mit der Jagdlizenz, sonst zeige ich sie an. Sie wandern in den Knast.« »Ich habe sie nicht dabei, will ich sagen, aber Lennart kommt mir zuvor.« »Könnten wir dann vielleicht erstmal Ihren Zugführerschein sehen?« fragt Lennart. »Wenn ich keinen hätte, würde ich jetzt nicht hier sitzen«, sagt der Zugführer. »Kann doch jeder behaupten«, sagt Lennart. »Am Ende wandern Sie in den Knast.« Der Zugführer atmet tief ein. »Arbeiten Stadtjäger nicht eigentlich mit Frettchen?« fragt er mich. »Auch«, sage ich, »auch.« »Sie haben wohl keinen Zugführerschein«, fragt Lennart den Zugführer. »Auch«, erwidert er, »auch. Ich meine«, er flüstert, »ich habe ihn heute nicht dabei.« Lennart brüllt, »der da hat seinen Zugführerschein nicht.« »Schnauze«, brüllt der Zugführer, »wir müssen doch nicht gleich die Bullen rufen, also ich mach's nicht gern, aber ich lasse die Mutter des Kleinen frei, aber ich kann es selbstverständlich nicht umsonst machen, das Türe öffnen. Ich will den Kerzenständer da haben, den der kleine Rüpel zwischen seinen Griffeln hält«, sagt er. »Ich brauch was für meine Frau. Scheiße, ich hasse Weihnachten. Meine Frau bringt mich um, wenn ich Mitternacht erst zu Hause bin.« »Nö, der gehört mir«, sagt Lennart. »Gib ihm doch das blöde Ding, Lennart«, sage ich. »Du wolltest ihn doch sowieso nicht.« »Eben, der Kleine wollte ihn doch sowieso nicht«, sagt der Zugführer. »Nö«, sagt Lennart. Ich nehme Lennart zur Seite. »Gib ihm den verdammten Ständer, damit wir endlich von hier wegkommen, Lennart. Ich hab noch so einen, den kriegst du dann.« »Hast du dir etwa einen Doppelpack gekauft?« fragt Lennart. »Nein, natürlich nicht. So blöd bin ich nun wirklich nicht«, sage ich. »Man kann ihn als Waffe verwenden«, sagt Lennart. »Deswegen will ich ihn ja auch«, sagt der Zugführer. Patt. »Apropos Waffe. Wie ich sehe, ist Ihr Ding da ganz schön verrostet. Ich wette, das Ding ist kaputt. Ich meine, Sie arbeiten mit Frettchen. Sie kennen sich mit Frettchen aus, nicht mit Waffen, stimmt's? Das sagt ja wohl alles, Schlappschwanz.« »Frettchen«, rufe ich plötzlich. »Jetzt reicht's mir aber.« Und ich strecke meinen Arm aus. »Fass!« Unter meinem Mantel schnellt ein langes Fellding hervor. Freddy, mein Alpha-Frettchen, was dem Zugführer direkt ins Gesicht springt und es zerkratzt, zerkratzt, zerkratzt. Der öffnet in Panik die Kabinentür und auf einmal huscht das Tier durch das Innere des Zuges. Quieken, Geschrei, Panik. Die Waggontür geht auf und alle flüchten ins Freie. »Na, wie habe ich das gemacht?«, frage ich Lennart. »Hier«, sagt Lennart und reicht dem Zugführer den Kerzenständer. »Ich will ihn nicht mehr. Ich will ein Frettchen.« »Kriegst du«, sage ich, »kriegst du auch irgendwann mal.« Wir sammeln Julia ein und fahren nach Hause. Ich feuere den Kamin an und Lennart stibitzt die Gürkchen von den belegten Brötchen und Julia kuschelt sich an mich. Dann muss Lennart endlich ins Bett und es wird noch ein schöner Abend. Chase the